Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier in der Kategorie Saattechnik heute hier eine Sämaschine vorstellen der Marke IMT. Hier handelt es sich um die 634.454, kostet hier 3000 Euro und hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Wir haben hier ein Ladevolumen für Saatgut hier von 500 Liter, 60 Euro Unterhalt am Tag und eine Höchstgeschwindigkeit hier auf dem Feld bei der Arbeit natürlich hier 15 km/h. Wie wir sehen, haben wir hier also die normalen Saatgut hier als Ladegut und ja, Leasing, das gute Stück hier kostet hier 153 Euro. Ja, so sieht das gute Stück hier schon mal aus, wie wir unschwer erkennen können. Ich finde, es ist nicht schlecht gemacht, ein bisschen eckig so her. Scheint sich hier um ein älteres Modell zu handeln. Für meine Meinung her ist das hier eine Sämaschine hier, Einzelkorntechnik für Körner, Mais, gehe ich mal davon aus, und Zuckerrüben, aber leider, ja, ist hier diese Sämaschine hier so gemacht, dass die hier das Normale machen kann. Also Weizen, Gerste, Raps und so weiter. Wir haben hier Simple IC auch verbaut. Müssen wir schauen, ob ich den Punkt jetzt da wische. Das ist immer so eine Sache. So, ja, können wir jetzt ein- und ausblenden. So, ich würde mal sagen, wir nehmen hier unseren Fiat, fahren einfach mal rückwärts ran. So. Fahren mal ein bisschen in die Sonne, dass wir natürlich ein bisschen mehr sehen. So. Texturmäßig sieht soweit das ganz gut aus, das Ganze hier. Ja, wir haben jetzt hier bei der Aufnahme, sehen wir hier, das gute Stück wurde ein bisschen zu klein modelliert. Ja. Wir können jetzt hier natürlich mit Y und unsere Spurreisen jetzt hier hin und her klappen. Wir senken einfach das gute Stück mal. Jetzt haben wir hier Sojabohnen schon mal eingestellt. Wir können jetzt Ölrettich, Gras, Roggen, Vermehrungsgras, Weizen, Gerste, Hafer, Raps und wieder Sojabohnen. Also ich gehe mal hier wieder mal auf, würde man sagen, einfach auf Weizen. So, wenn wir sehen jetzt hier, Räder hat er schon mal drauf, können wir ja mal kurz mal einfach, ja, ich weiß, man sollte nicht rückwärts fahren, damit Flügen versuchen. Ich habe es jetzt extra mal gemacht, weil ich ein bisschen bequem bin. Der Spurreißen, der macht schon mal hier was. Wir schalten sie mal ein, da sieht man, hier macht es normal, die Spuren so her. Spurreisen, ja, haut da mehr Rillen rein. Das ist auch nicht gerade so gut. Sollte normal nur eine Furche machen, würde ich mal sagen. Arbeitsbreite, wie wir sehen, hier ein bisschen breiter. Sollte fair vielleicht auch 3 Meter haben. Aber breiter als wie hier unsere Drille natürlich. So, ich würde mal sagen, wir klappen das Ganze mal wieder zusammen. Fahren jetzt mal hier drüber. Oh, Stauben tut, Rad hier dreht sich jetzt nicht mit, wie wir unschwer können können. Ist jetzt da oben her, hat keinen Bodenkontakt. Heben wir mal an die Drille. So, hat noch nicht ausgeschalten. Hier hinten her sieht man nicht, dass irgendwas also animiert sein sollte oder was. So, fahren wir mal rüber. Wieder hier auf die Spur. Senken das gute Stück. Ich finde halt schade, dass es halt doch keine Einzelkorn ist, als wie es normal sein sollte. So. Sound her von also Einsehen ist da. Wir schalten das gute mal aus. Schauen wir mal, jetzt sehen wir, macht das hier nichts. So, heben es mal an. So. Sieht schon mal, wie gesagt, schon mal sehr interessant aus. Schauen wir mal, ob wir hier die Deckel aufmachen können oder nicht. Nein, ich sehe jetzt hier nichts. So, schauen wir nochmal unter F1 nochmal nach. Nein, also die Deckel hier können wir leider hier nicht öffnen für das Saatgut. Schade irgendwie. Wäre schon mal interessant natürlich, aber es ist natürlich auch mehr Arbeit für einen Mod zu erstellen. Das Ganze natürlich. Muss man auch noch berücksichtigen.
Ja, jedenfalls einmal schade, dass also mit die Spurreisen, dass das mehrere Stellen reinhaut und natürlich, dass hier die Drille hier eine Einzelkornsämaschine hier ist. Ja, die Lok, was sagt die Lok natürlich? Also wir haben hier keinen Lokfehler drin. Wie wir sehen. Ich habe die davor schon nochmal gekauft gehabt, dann wieder verkauft, weil ich. Ah, hab mir gedacht, ja. Nehme ich vielleicht einen anderen Traktor oder sowas, dann wollte ich die Reihenfolge natürlich von der Lok natürlich in Ordnung behalten. Also, wie gesagt, keine Einzelkornsämaschine ist leider hier eine für normales Saatgut. Also, ja, normal ist ja nicht normal, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wenn euch natürlich hier das Video gefallen hat, wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich hiermit sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Dann ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.